Da müssen wir wohl umdrehen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Moinsen, Leute. Ja, ich denke mal, ich hoffe mal, es ist mit YouTube inzwischen alles geklärt. Ich gehe mal davon aus. Ja, aber das ist jetzt nicht wichtig. Ne, es gab da halt kleinere Probleme, aber die haben sich ja zum Glück geklärt. Gott sei Dank. Ihr musstet auch lange genug warten. Vom letzten Video bis jetzt. Also mir persönlich war es zu lange. Weil vorproduzieren ist vollkommen in Ordnung. Was halt nur nervig ist, ist, wenn man es zwar hochladen kann, das aber nicht öffentlich machen kann. Oder nicht öffentlich stellen kann. Das ist immer so ein bisschen doof. Aber es ist nun halt leider so. Oder es war halt leider so. Oh, ja. Ich glaube, ich brauche mal wieder eine neue U-Buchse. Ja, so eine Platte. Ach ja. Das fängt ja schon mit meinen Akkus wieder gut an. Da war gerade, hat gerade der Akkugeist aufgegeben. Ich weiß nicht, wie weit ihr was mitgekriegt habt. Auf alle Fälle geht's jetzt nach Mailand. Ich glaube, das habt ihr noch so weit mitgekriegt. Hoffe ich zumindest. Das hoffe ich zumindest, dass ihr das mitgekriegt habt. Geht nach Mailand, zwei direkte Ausladestellen. Direkt in Mailand und einmal Settimo Milanese. Genau. Und es ist schön. Ja, sehr schön. Bei dem Trailer funktioniert das ABS nicht. Och Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Die fahren einfach nur damit durch die Gegend und es geht schon wieder los. Ist doch scheiße. Wir kontrollieren dann nochmal das ABS-Kabel. So doof. Ich dachte, das gibt sich, wenn sich die Räder drehen, aber anscheinend nicht. Gut, dann fahren wir erstmal Richtung Italien und ärgern uns nicht zu doll, dass das ABS nicht funktioniert vom Trailer. Genau. Man könnte wirklich denken, ich habe mehr vor, oder? Die habe ich übrigens auch neu. Und ich habe die auch noch doppelt. Ich habe nämlich welche zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und die haben wir in Eltern gekauft. Ja, jetzt hängen die hier im Auto und die anderen hängen bei mir in der Streaming-Ecke. Ja. Moinsen. 16.25 Uhr. Noch 4 Minuten Pause. Dann geht's weiter. Ich stehe in Hilpottstein. Ja. Wie war eben die Nachricht? Hilpottstein. Ich hab mir das gedacht.
Okay. Also, da ist nur Diesel-Pkw. Ja, und ob es von denen einer wegfährt, wa? Würde ich mal sagen. Moinsen. Ja, 9 Uhr. Ich wollte eigentlich jetzt 11 Stunden Pause machen, aber habe mir so überlegt, wenn man vielleicht vor mir dann noch einen Kunden loswerden kann, dann versuchen wir es auf jeden Fall. Ja, wo stehe ich? All die Italien-Driver und inzwischen auch Tucker 79. Fans und Zuschauer kennen den Ort hier. Richtig. Affi. Warum? Es gibt inzwischen in Italien eine Raststätten-App und die Raststätten waren alle voll. Selbst der Autohof in Brescia war voll. Deswegen stehe ich in Affi. Ja, aber alles in besserer Ordnung. Ja, 172 Kilometer noch. Ach so, übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist ein Geschenk von Frank, von Tulpenträger. Schöne Grüße nach Köln, mein Freund. Ja, genau. 172 Kilometer noch. Im Internet steht aber auch, dass der wohl durchmacht bis 17:30 Uhr, keine Ahnung. Ankunft ist jetzt 11.36 Uhr. Oh, Abfahrtskontrolle so. 36, schauen wir mal, wann ich dann aufschlage. Ja, aber müsste ungefähr so hinkommen. Mal gucken. Ich bin mir sogar fast 100%ig sicher, ich war hier damals zu Italien-Driver-Zeiten schon mal. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ja, Werner, mach da. Ich bin der Meinung, ich habe das schon mal ausgeladen. Und das, was drauf ist, ist von Arubis Finnland. Und ich weiß, dass ihr auch hier für Settimo Milanese immer viel in der Bayer Arubis in Hamburg geladen haben. Schauen wir mal. Nach 200 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Das ist logisch, und die anderen darf ich auch nicht. In den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Junge, macht man das so? Haben wir ja einfach mal die Vorfahrt genommen, der nette Mann. So, 1 Kilometer. Am Ende der Straße biegen Sie links ab, dann Ankunft, Ziel auf der linken Seite. Aha. Biegen Sie links ab, dann Ankunft, Ziel auf der linken Seite. Na, schauen wir doch gleich mal. Da bin ich auch mal gespannt, ne? So, Müller, grüner wird's nicht. Nach 200
100 Metern Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Das ist hier zu vermieten. Ankunft. Kobral. Ziel auf der linken Seite. Hier ist es doch. Ankunft, Ziel auf der linken Seite. Und das ist tatsächlich auf der linken Seite. Hier steht im Haus Nummer 15. Egal. Ach ja. So, dann schaue ich mal wegen Anmelden. Ja, so, das ist Kunde Nummer 2, der bekommt den Rest und die 4 hier bekommen die hier in Settimo Milanese. Ja, einen habe ich noch vor mir und den können wir auch bestimmt gleich abladen. Ja, außer dass das ABS nicht funktioniert, brauche ich hier keinen Hammer und Meißel wie Nick letzte Woche bei seinem, wie heißen die überhaupt? Brutaler Trailer. Neger C, den ich erbrauchte, haben wir auch Meißel. Ich nicht. Ja, dann kriegen wir die ja vormittag bestimmt noch runter, weil die machen mich erst um 13 Uhr Mittag hier. Es müssen jetzt auch Pkws kommen, ne? Oh. Ja, beim zweiten jetzt habe ich mich schön angeschissen. Die fangen mich erst um 13:30 wieder an. Wir haben es jetzt 13 Uhr und ich dachte, die hätten hier irgendwie einen großen Parkplatz. Aber nein, ich stehe hier mitten in Mailand. So mittendrin statt nur dabei. So. Ja, vor einer Bushaltestelle und vor einem Kreisverkehr. So, und ihr werdet es kaum glauben. Hier vorne kommt gleich die Einfahrt. Sowas gibt es auch nur in Mailand. Sowas gibt es auch nur in Italien. Hier ist die Einfahrt. Und ich glaube kaum, dass sie mich jetzt schon rauflassen. Deswegen warte ich bis um 13:30. Ich stehe da nur ein bisschen doof. Ich stehe hier auch nur ein bisschen doof. Ja. Naja. Warten wir bis um 13:30. Dann fahren wir einmal um diesen Kreisverkehr da rum. Und dann können wir uns hier auch richtig vernünftig vorstellen. Und abladen. Und dann sind wir leer. Jawohl, ja. Schauen wir mal. Leer ist er, auf Rückladung wartet er. Ging auch ganz schnell, dreiviertel Stunde nach der Mittagspause. Also die waren noch nicht so wirklich motiviert, die mussten noch erstmal ihre Pasta und so verdauen. Naja, ich warte jetzt auf jeden Fall auf Rückladung. Mal gucken, hat er schon was geschickt? Nee.
Nee, hat er nicht. Das ist einmal Benachrichtigung TikTok und eine WhatsApp. Genau. Aber nicht von der Dispo. Naja, warte ich noch ein bisschen. Neben der Autobahn, mitten im Mailand. So, unsere Ladestellen haben wir. Es sind insgesamt 4. Und alles ADR. Alles. Durch die Bank weg. Naja. Schauen wir mal, was es gibt. Die ersten 20 Kilometer weit weg, aber da werden wir auch vor morgen nicht mehr durch sein. Das glaube ich nicht. Ach ja. Aber wir müssen runter bis nach Alessandria. Ja, Werner. Fahren Sie in den Kreisverkehr. Bis Alessandria und dann wieder zurück nach Mailand. Also. Wird alles nicht so schnell funktionieren. Also wenn wir heute noch 2 schaffen, dann bin ich zufrieden. Rechts ab, dann fahren Sie in den Kreisverkehr. Ja, Werner. Sie die erste Ausfahrt. Ja, Werner, mache ich. Nadir SRL im Paruna. So, dann gucken wir mal einen zweiten. Wir der Rose 8, genau. Schließt um 18 Uhr. Dann kriegen wir mit denen, dann kriegen wir den mit Glück ja auch noch. Mit ganz viel Glück. Oh, ja. Ach so, den ersten habe ich drauf übrigens. Oh, ja, den ersten habe ich drauf. Wir machen bis 18 Uhr, gegen Viertel vor 5 sollen wir da sein. Passt doch. Oh, so, machen wir weiter in die Mitte. Ich muss mich gleich links um die Ecke, damit ich rechts rum rauskomme. Oh, ja. So wie die Bremsen klingen, kein Wunder, dass das ABS im Arsch ist. Ja, tu mich auch, irgendein Skandal. Ich höre nachts immer Gruselkabinett oder auch mal irgendwas anderes. Und irgendwie, obwohl ich die Automatik alles aus habe, spielt das irgendwie alles automatisch ab. Ich weiß auch nicht warum. Die steht und telefoniert. So, und ihn noch mal aufsetzen. Ich war in den ersten Ladekunden noch morgen. Ach, wobei die Ausfahrt ist ja gar nicht so schlimm. Gut, dann fahren wir jetzt 63 Kilometer nach Padua. In der Hoffnung, dass wir den heute auch noch geladen kriegen. Auch da seid ihr.
Mir kommt das hier alles so verdächtig bekannt vor. Wir hatten hier mal oben bei der Dau einen Kunden damals. Dettendorfer. Die haben mich, Sie in den Kreisverkehr. Die haben mich mal. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Oh, Werner. Biegen Sie links ab. Die haben mich mal 36 Stunden stehen lassen. Ich kann mich noch ganz stark daran erinnern, sagst du das Gleiche? Ja. Da kann ich mich noch ganz stark daran erinnern. Nach 200 Metern biegen Sie links ab, dann Ankunft, Ziel auf der rechten Seite. Biegen Sie links ab, dann Ankunft, Ziel auf der rechten Seite. Na denn? Nadia. Mensch, dann bin ich ja hier sogar richtig. Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Mhm. Gehe dann mal davon aus, dass da Nadia ist. Gut, gut, dann gehe ich mich mal anmelden. So ein Kacker, ich muss ja rückwärts raus. Dennoch über rechts und in der Hoffnung, dass ich kein Auto ankam. Das wird noch der größte Spaß hier. Geh in wie in hier. Ich liebe die italienische Sprache. So. Meine. Raus war auch ganz einfach. So, wo ist der Stempel da? Ja, Tazzetti macht um 18 Uhr zu. In Casale Monferrato waren wir ja auch schon mal öfters. Ja, dann fahren wir da jetzt noch mal hin, zumindest in die Richtung. Und dann ist 4 Uhr Abend erstmal. Mal gucken, entweder fahre ich direkt hin, man kann da eigentlich ganz gut stehen, oder auch nicht. Schauen wir mal. Mir ist warm. Guckt euch das an, der Himmel brennt. Das sieht geil aus, oder? Da hinten auch irre, echt irre. Nach 90 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Strada Provincia Ledo e Cento Undici. Nein, mein lieber Werner, ich fahre nicht da links, wo du längs willst, weil ich fahre jetzt bestimmt nicht zur Autobahn. Ich fahre die Landstraße weiter Richtung Alexandria bzw. Casale Monferrato, weil das sind wir schon ausgeschildert. Genau. Und ab da unterhalten wir uns weiter, mein Freund. Genau.
to play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.